Hey Opa. Du schon wieder. Hast du das Geld schon ausgegeben? Was, welches Geld? Ich war ewig nicht mehr... Nee, oder? Bist du auf den Enkeltrick reingefallen? Nein, also ich bin ja nicht dumm. Du warst ja gerade physisch da, also... Oh nee, Opa. Das war offensichtlich ein identischer Klon von mir. Das ist ja der einfachste Trick heutzutage. Was? Aber wir haben über Sachen geredet, die nur wir zwei wissen können. Denk ein bisschen mit. Der hat mein aktuelles Gedächtnis runtergeladen. Das ist ja eine Kindergartenbetrug. Wie hätte ich das merken sollen? Bisschen... Menschenverstand anwenden. Weißt du, nur weil jemand aussieht wie ich, redet wie ich, riecht wie ich, alle meine Dokumente und Erinnerungen hat, muss es nicht ich sein. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Das ist halt komplett einfach. Was soll ich denn? Wie viel Geld war es denn? 1000 Euro. Entschuldigung, ich rechne immer noch in Euro. 7000 chinesische Yuan. Oh Mann, und ich brauche tatsächlich gerade auch 7000 für die Steuer. Was? Das Finanzamt schickt die immer noch per Post? Ja, ja, alle Ämter in Deutschland. Okay, kein Problem. Ich schick dir nochmal 7000 Yuan. Ah, danke dir. Ich gehe es auch direkt zahlen gleich, weil da muss man auch physisch hin und Dokumente ausfüllen und so. Alles klar, mach's gut, bis bald. Ich bin's.